Bruno Gröning, ein großes Thema. Bruno Gröning war sicherlich Deutschlands größter Geistheiler, den es je gegeben hat. Einer der ganz Großen, der sich selber ganz klein sah, um seine Berufung wusste, aber auch um seine Funktion in diesem Sinne, das höchste geistige Göttliche den Menschen zu vermitteln, es zugänglich zu machen. Wir könnten sagen, ein Kanal, ein geistiger Kanal, der uns verbindet mit der Heilkraft des reinen Geistes. Thomas Busse ist der Filmemacher der ersten großen Bruno Gröning-Trilogie, ein großes Werk, das vom Gröning-Freundeskreis immer wieder gezeigt wird und auch, soweit ich informiert bin, im Internet weiterhin heutzutage frei auf YouTube zu sehen ist. Ich habe hier seine Ansage mal reingestellt über den Film, seinen Bericht, wie dieser Film zustande kam und warum, und finde es bemerkenswert, dass er sehr offen und ehrlich hier spricht über den Christusaspekt auch, die Verbindung zu Jesus, die Bruno Gröning hatte und hat und gelebt hat und lebt. Er ist ja geistig immer noch da und hilft und wirkt, auch wenn er aus der geistigen Welt direkt heraus ohne physischen Körper hier präsent ist. Und dieses Wirken bezieht eben Jesus mit ein, den Christus. Er wusste um die Bedeutung und diese innere Verbindung, und das soll hier auch in diesem Film herausgearbeitet werden, weil in der ersten Trilogie diese Aspekte, die Jesus Christus betreffen, alle herausgenommen worden sind. Er erklärt das hier, warum und wieso und was ihn bewogen hat, hier nochmal ein neues Werk zu schaffen, auch im Hinblick auf die Zeitzeugen, die es noch gibt, die aber jetzt doch alle so langsam auch gehen, zurück in die geistige Welt kehren und ja, vielleicht noch im letzten Moment jetzt noch einmal befragt und interviewt werden können. Warum brauchen wir Symbole? Wozu das Ganze? Der reine göttliche Geist ist für uns etwas so Großes, auch schwer Zugängliches, Abstraktes. Wir können das so mit unseren Möglichkeiten momentan nicht fassen. Wir brauchen vermittelnde Symbole, um zu einer inneren, universellen Erfahrung zu finden, wie es uns ein Kurs in Wundern sehr treffend mitteilt. Bruno Gröning ist ein solches Symbol für die Verbindung zum Geiste Gottes. Und er sagte mal auf einer Fahrt in Schleswig-Holstein, wie er etwas traurig im Auto saß und ihn jemand fragte, Bruno, was ist denn? Und er soll sinngemäß gesagt haben, heute wollte niemand etwas von mir haben. Ich könnte euch so viel geben. Ich bin so sehr, ja, mit Gott verbunden, könnte so sehr dienlich sein. Ich sag's jetzt mal mit meinen Worten. Aber niemand wollte heute etwas von mir haben. Ihr wisst gar nicht, wen ihr hier habt, was ich für euch tun könnte, kann und auch tue. Und ihm war das bewusst. In aller Demut, in aller Bescheidenheit hat er gedient, Tag und Nacht, auf vielen Ebenen und tut es heute noch. Bruno Gröning ist ein Symbol für Trost und Heilung und Frieden und Befreiung im Geiste, gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir erleben und die noch auf uns zukommen. Wir brauchen solche Symbole. Und er verbindet mit Jesus. Es nimmt Jesus nichts weg, ganz im Gegenteil. Jesus Christus wirkt in ihm und durch ihn hindurch. Und so haben wir viele Symbole für Heilung, die sogenannten Heiligen, wer es auch immer sei, auch über den Rahmen der Kirche hinaus, wie man hier sieht. Bruno Gröning. Denn er war nicht kirchengebunden, überhaupt nicht. Er ging seinen Weg als ganz normaler Mensch, aber in einer inneren, tiefen Verbindung mit dem Heiligen Geist, so könnten wir es ausdrücken.
sich mit ihm zu beschäftigen, kann hilfreich sein für den inneren Weg. Das darf jeder für sich finden. Ich mache hier nur Angebote. Ja, ich habe mich mit verschiedensten Geistheilern beschäftigt, darunter eben auch Bruno Gröning, Joel Goldsmith, ja, und manch andere, die mich sehr berührt haben und mir sehr viel gegeben haben, für die ich dankbar bin. Es sind unsere Brüder und auch Schwestern auf dem Weg zurück in den reinen Geist. Sie dienen, sie helfen, ja, und wollen, dass wir es ja schaffen und leicht haben, dass wir alle Hindernisse überwinden können, die uns von der Liebe Gottes, vom Frieden Gottes trennen. In diesem Sinne kann ich hier nur einladen, sich diesen Film anzuschauen und diese 11,90 Euro als Spende zu betrachten zur Unterstützung dieses großen Werkes, was hier Thomas Busse und seine Frau hervorgebracht haben. Da steckt viel Arbeit drin und viel Herzblut, da bin ich mir sicher. Und ich denke, wir werden da eine sehr gute, ja, Bruno Gröning-Dokumentation auf hohem Niveau im christlichen Sinne in der Verbindung zu Jesus hier geschenkt bekommen. Und ich kann nur empfehlen, einfach mal anschauen und da reingehen. Es macht etwas mit einem. Mein Einstieg bei Bruno Gröning waren zwei Träume. Ich träumte zwei Nächte lang hintereinander denselben Traum. Bruno saß an einem Tisch mir gegenüber, schaute mir tief in die Augen und hielt meine Hände und guckte mich einfach nur ruhig an. Und ich wusste, ich muss mich mit ihm beschäftigen. Er ist wichtig, damit Menschen zu Heilungsimpulsen finden. Es geht wirklich nicht um Bruno Gröning persönlich, das war nie der Punkt. Genauso wenig, wie es um mich hier geht, Reinhard Lier. Wir sind alle Vermittler des Höchsten und im Höchsten wird sich alle Form, ja, und alles Persönliche wieder auflösen. Aber solange wir auf dem Weg sind, brauchen wir Weggefährten. Und Jesus ist ja unser großer Weggefährte hier zum Beispiel. Oder es sind andere, ja, geistige Größen, die den Menschen dienen. Das darf jeder für sich finden. Das ist ja freibleibend. Aber sie nicht zu nutzen, ihren Dienst nicht in Anspruch zu nehmen, wäre unklug. Ich empfehle es, sich hiermit einfach mal auseinanderzusetzen und es wirken zu lassen. Am Ende zählt die Verbindung zu Gott, zum Geiste, ja, zum reinen Geist, mehr nicht. Das ist das Entscheidende, das Ziel selbst. Diesem Ziel hat Bruno Gröning gedient, in wirklich erstaunlicher, selbstaufopfernder Art und Weise bis zum letzten Atemzug. Und er hat wahrlich kein leichtes, kein bequemes Leben gehabt. Das hat er nicht. Er hatte mit vielen Widerständen und mit, ja, dunklen Kräften zu kämpfen. Es wurde ihm nicht leicht gemacht. Aber er hat Großes bewirkt und ein Licht hinterlassen, das heute noch leuchtet.